Stell dir vor, du kannst deinen YouTube-Kanal gezielt optimieren, dadurch mehr Menschen erreichen und viel erfolgreicher sein. Und das alles durch die Macht der Daten. Mit datengetriebenem YouTube-Marketing kannst du genau das erreichen. Wie es funktioniert, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Georg, dein Experte für YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. In diesem Video aus unserer Serie YouTube für Unternehmen erkläre ich, was der Begriff datengetriebenes YouTube-Marketing bedeutet und wie das funktioniert. Ich zeige dir, was die 8 wichtigsten Punkte sind, wenn du mit YouTube erfolgreich sein willst. Der ganz entscheidende Gamechanger ist, dass du deine Videos im Vorfeld genauer planst, weil du weißt, was die Menschen suchen. Deine Contentplanung ist dann kein Ratespiel mehr, sondern genau auf deine Zielgruppe abgestimmt. Doch was gehört dazu? Der erste Punkt ist die Analyse. Datengetriebenes YouTube-Marketing beginnt mit der Analyse. YouTube Analytics und andere Analyse-Tools zeigen dir nicht nur, wie gut deine Videos angenommen werden, sondern bieten auch noch andere wertvolle Einblicke in die Performance deiner Videos. Die Daten helfen dir, Trends zu erkennen und zu analysieren, wie sich deine Audience verhält, deine Zuseherinnen und Zuseher. Welche Videos werden am öftersten angesehen? Wie lange bleiben die Menschen dran und schauen zu? Welche Themen werden besonders oft gesucht? Mit diesen Informationen kannst du deine Inhalte optimieren und deine Videos im wahrsten Sinn des Wortes gezielt auf deine Zielgruppe zuschneiden. Der zweite wichtige Punkt sind die Keywords. Ganz zentral wichtig für datengetriebenes YouTube-Marketing ist, die Keywords zu optimieren. Du findest heraus, nach welchen Begriffen deine Zielgruppe sucht und integrierst diese Schlüsselworte in den Titel, die Beschreibungen und die Texte deiner Videos. Tools können dir dabei helfen, die relevanten Begriffe zu identifizieren, also die wichtigsten Suchbegriffe zu finden und damit deine Sichtbarkeit zu erhöhen, weil du schneller und leichter gefunden wirst. Je mehr du dabei lernst, desto besser funktioniert deine Content-Strategie. Welche Inhalte kommen gut an? Welche funktionieren am besten? Datengetriebenes Marketing bedeutet, ständig zu testen und zu optimieren. Probiere neue Ideen aus und schau dir mit den Daten an, ob sie erfolgreich sind. So schaffst du mit der Zeit den perfekten Content-Mix, der deine Zielgruppe begeistert und an deinen Kanal bindet. Der dritte und sehr wichtige Punkt ist die Videoqualität. Die Qualität der Videos ist natürlich sehr wichtig. Du solltest in eine gute Ausrüstung und eine professionelle Produktion investieren. Richtig gesetztes Licht und guter Ton machen hier wirklich viel aus. Hochwertige Videos wirken vertrauenswürdiger und ansprechender und das stärkt die Bindung der Menschen an deinen Kanal. Der vierte Punkt ist ein winziges Bild, das Thumbnail. Auch das Thumbnail spielt eine wichtige Rolle. Das kleine Vorschaubild ist meistens der erste Eindruck, den potenzielle Seherinnen und Seher von einem Video bekommen. Die Daten können dir zeigen, welche Thumbnails die meisten Klicks bekommen, teste verschiedene Designs und analysiere die Ergebnisse. Ein ansprechendes Thumbnail kann die Klickrate erheblich steigern. Aufforderungen sind der fünfte wichtige Punkt. Call to Actions oder CTAs sind unglaublich wichtig, damit Menschen mit dir interagieren. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen ermutigt werden, zu liken, zu kommentieren und natürlich vor allem den Kanal zu abonnieren. Wenn du immer wieder testest, wie deine Aufrufe und Aufforderungen ankommen, kannst du sie anpassen und deine Call to Actions sehr viel effektiver machen. Der sechste Punkt ist die Messbarkeit. Den Erfolg muss man ständig messen. Die regelmäßige Messung ist unbedingt notwendig, um zu sehen, ob du deine Ziele, deine KPIs erreichst. Das können verschiedene Ziele sein. View-Zahlen, also wie viele Menschen haben deine Videos gesehen. Watch-Time, also wie lange wurden deine Videos gesehen. Oder Interaktionsraten, also wie viele Menschen reagieren auf deine Filme und schreiben womöglich Kommentare. Das umfassende Reporting von YouTube und anderen Tools zeigt dir, was gut läuft und wo du noch optimieren kannst. Der siebte Punkt schlussendlich ist die langfristige Strategie. Datengetriebenes YouTube-Marketing heißt, eine langfristige Strategie zu haben. Du und dein Unternehmen müssen bereit sein,
ständig zu lernen und sich anzupassen. Der digitale Markt verändert sich schnell und nur wer flexibel bleibt, kann langfristig erfolgreich sein. Aber datengetriebenes YouTube-Marketing bietet eben viele Vorteile. Du kannst deine Inhalte gezielt optimieren und deine Reichweite maximieren. Indem du Daten nützt und analysierst, lernst du deine Zielgruppen besser kennen und kannst sie gezielter ansprechen. Eine durchdachte, datenbasierte Strategie ist der Schlüssel zu deinem Erfolg auf YouTube. Und achtens, eine gute YouTube-Agentur. Für viele Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit einer YouTube-Agentur wie News und Video sinnvoll. Wir können dich bei der datengetriebenen Optimierung unterstützen, dir helfen, einen YouTube-Business-Account zu erstellen und wir können mit dir eine maßgeschneiderte Strategie entwickeln, um deinen maximalen Erfolg zu erreichen. Und Videos produzieren können wir natürlich auch. Für Business-Entscheiderinnen und Entscheider in großen Unternehmen führt kein Weg daran vorbei, datengetriebenes Marketing in ihre YouTube-Strategie zu integrieren. Ob du selbst einen neuen Kanal erstellst oder einen bestehenden Account optimierst oder ob du mit einer spezialisierten Agentur zusammenarbeitest, datengetriebenes YouTube-Marketing bietet immense Potenziale für Wachstum und Erfolg. In den nächsten Videos unserer Serie wird es unter anderem darum gehen, warum YouTube für Unternehmen so unglaublich wichtig ist, wie du YouTube für dein Unternehmen nutzen kannst, was YouTube für Unternehmen kostet und wie eine YouTube-Strategie für B2B und B2C-Unternehmen aussehen kann. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast einen guten Überblick bekommen, was sich hinter dem Begriff datengetriebenes YouTube-Marketing verbirgt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest, abonniere am besten gleich unseren Kanal für mehr Wissen, Tipps und Tricks rund um YouTube-Marketing und Unternehmenswachstum. Sieh dir gleich das nächste Video zum Thema an, nämlich warum manche YouTube-Kanäle von Unternehmern einfach nicht und nicht wachsen. Bis dahin bleib dran und viel Erfolg!